Ja, was für ein fulminanter Auftrag. Herzlich willkommen heute Morgen zu etwas früherer Stunde im Ahlener Rathaus, liebe Esperanto-Freunde aus nah und fern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine sehr große Freude, Sie alle aus Anlass der Vergabe des Ahlener Esperanto-Kulturpreises an gleich zwei verdiente Ahlener Bürger dieser Stadt hier am Sonntagmorgen Sie alle herzlich begrüßen zu dürfen. Und Johnny M., ich bleibe beim Künstlernamen, Johnny M. hat uns heute Morgen ja schon eine erste hervorragende musikalische Kostprobe gegeben und auf den Festakt ein bisschen eingestimmt. Ich freue mich auch, dass er dann im weiteren Verlauf dieses Festaktes auch musikalisch umrahmen wird. Und aber, das hat er auch versprochen, nicht nur die Plansprache Lingua, die Planeta, wird hier zum Zuge kommen, sondern wie kann es anders sein, er wird die weiteren Songs in Esperanto singen. Meine Damen und Herren, Sie wissen es bereits, zum 14. Mal verleihen die Fahme-Stiftung und die Stadt Aalen gemeinsam diesen besonderen Kulturpreis zur Förderung internationaler Verständigung. Und es ist sehr schön, dass sich aus diesem Anlass eine solche illustre Gästeschar, die ich heute Morgen hier in dem kleinen Ratssaal versammelt habe, dass ich die hier auch begrüßen darf. Und ich darf namentlich zunächst begrüßen an dieser Stelle den Vorsitzenden der Stiftung, Herrn Andreas Emmerich, mit dem ich nachher das Vergnügen haben werde, die Preisträger auszuzeichnen. Herzlich willkommen, Herr Emmerich. Ich heiße herzlich willkommen, Herrn Sebastian Kirf, den Vorsitzenden des Deutschen Esperanto-Bundes. Und mein besonderer Willkommensgruß geht euch beiden Preisträgern und somit den Hauptpersonen des heutigen Tages, Herrn Udo Meyer und Herrn Karl-Heinz Pfeffer mit ihren Familien. Ein sicherlich besonderer Tag in ihrem Leben, ein denkwürdiger Tag, auf jeden Fall auch ein bisschen ein aufregender Tag. Herzlich willkommen auch Ihnen beiden. Ich freue mich, dass mein Amtskollege aus der schönen Esperanto-Stadt Herzberg heute mit dabei ist, der Bürgermeister Gerhard Walter. Er ist dort nicht nur Rathauschef, sondern er hat bereits die Auszeichnung dieses besonderen Kulturpreises für die Stadt vor etwas längerer Zeit entgegennehmen dürfen und ist damit euch prädestiniert, heute die Laudatio auf die beiden neuen Preisträger auch halten zu können und damit für diesen Festakt eine besondere Bereicherung auch zu geben. Herzlich willkommen auch in der Stadt Aalen, lieber Bürgermeister Walter. Bin ich natürlich immer besonders erfreut, wenn meine Amtsvorgänger und Bürgermeisterkollegen, der Ehrenbürger der Stadt, hier mit dabei ist, lieber Ulrich Pfeifle. Du bist ja nicht ganz unschuldig an diesem Preis. Und insofern in dieser Mitte natürlich ein herzlich willkommener Gast. Es freut mich, dass nicht nur der langjährige Oberbürgermeister dieser Stadt, Ulrich Pfeifle, hier mit heute Morgen mit uns feiert, sondern auch sein mindestens genauso langjähriger Bürgermeisterkollege, der erste Bürgermeister Dr. Eberhard Schwertner. Beide haben sich für die Belange der Esperantisten und die Angelegenheiten rund um die Esperanto-Bibliothek in ihrer Amtszeit eingesetzt, verdient gemacht und sind mit den Mitgliedern der Aalener Esperanto-Gemeinde sehr gut bekannt. Und ich habe mir so im Vorfeld sagen lassen, da gab es mal so ein Versprechen, wenn man dann im Unruhestand ist, also nicht im Ruhestand, das können die beiden gar nicht so richtig. Aber wenn Sie dann im Unruhestand sind, dann wollen Sie sich doch mit dieser Sprache etwas näher auseinandersetzen. Ich bin gespannt, und das können Sie nachher testen, ob es da schon Fortschritte gibt. Ansonsten empfehle ich einfach noch ein bisschen Vokabeln zu brauchen. Herzlich willkommen, Ulrich Pfeifle und Dr. Eberhard Schwertner. Und ich sehe auch noch zwei langjährige Weggefährten aus dem Gemeinderat, der Bernhard Ritter, Fraktionsvorsitzender Freien Wähler, und der Albrecht Schmid, langjähriger Fraktionsvorsitzender der SPD, die sich heute Morgen auch nicht haben nehmen lassen, zu kommen. Und deshalb, liebe Herren Pfeffer und Herr Meyer, Sie beide sind ja zum einen Aalener Bürger und auch neben der Zugehörigkeit zu dieser weltweiten Esperanto-Gemeinde ist in Ihrem Herzen immer auch ein Plätzchen reserviert für ihre Wohnorte. Und Sie wissen, Aalen ist eine Flächenstadt, besteht aus 25 Kilometern Länge, 18 Kilometer Breite. Da passen ganz, ganz viele selbstbewusste
schöne Teilorte mit dazu. Und ich darf die beiden Ortsvorsteher aus den Wohnorten von Herrn Meier und Herrn Schäfer auch herzlich begrüßen, nämlich die Herren ebenfalls Karl Meier, damit keine Verwechslung entsteht, und der Herr Opferkuch aus Baxenfeld bzw. eben aus Unterkochen. Herzlich willkommen auch Ihnen, dass Sie heute Morgen mit dabei sind, wenn Ihre Bürger aus den Teilortgemeinden heute geehrt werden. Ja, meine Damen und Herren, der heutige Tag beinhaltet so ein paar Premieren. Das hat zum einen mit mir zu tun, da ich jetzt ein halbes Jahr im Amt bin und das hat in diesem ersten Amtsjahr so gut wie alles, was ich eröffnen darf, wo ich einen Festakt mit begleiten darf, natürlich für mich Premierencharakter hat. Insofern bin ich recht das erste Mal bei dieser Preisverleihung dabei, wie kann es anders sein? Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass es normalerweise üblich ist, dass dieser Preis im Oktober verliehen wird. Insofern ist es auch das erste Mal, dass wir jetzt bereits bei Frühlingswetter diesen Preis überreichen dürfen. Und es gibt noch eine Premiere, wir sind nicht wie sonst im Torhaus, sondern hier im Rathaus, im kleinen Ratssaal, in diesem würdigen Rathaus. Und ich glaube, es ist ein besonderer Ort und der richtige Ort, um diese Auszeichnung auch vorzunehmen. Sie alle als begeisterte Anhänger der Sprache Esperanto wissen um den Anlass des geänderten Termins. Und ich glaube, Sie haben das alle auch schon gestern genießen können, zumindest die meisten von Ihnen. Nämlich wir feiern in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum der Ahlower Esperanto-Bibliothek. Und es ist natürlich ganz, ganz eng mit dem beherzten und besonderen Engagement der Ahlower Esperanto-Gruppe verbunden und damit auch zu verdanken, dass wir diese außergewöhnliche, über 100 Jahre alte Sammlung an Druckerzeugnissen in Esperanto hier in Ahlen haben und dass wir das auch würdig feiern können mit diesen 25 Jahren Esperanto-Bibliothek in dieser Stadt. Denn unter dieser sachkundigen Leitung, lieber Herr Meier, lieber Herr Schäfer, hat sich der Bestand in diesem Vierteljahrhundert kontinuierlich vermehrt, sodass wir dringend jetzt schauen müssen, lieber Herr Steffel, wie kriegen wir wieder Platz hin? Beide Herren waren ja vor kurzem bei mir und haben gesagt, da müssen wir mal schauen, dass wir für weitere Druckerzeugnisse und für den Fortbestand und die Weiterentwicklung dieser besonderen Bibliothek auch entsprechend Raumbedarf dann erfüllen können. Und deshalb möchte ich das auch schon zusagen, dass wir uns da gemeinsam darum kümmern werden, dass diese erfolgreiche Bibliotheksarbeit auch fortgesetzt werden kann. Und ich weiß auch, es kommen von nah und fern und vor allem von der Ferne ganz, ganz viele Persönlichkeiten aus dem Esperanto-Lager und sagen, jawohl, hier können wir entsprechend diese Dinge finden, die man vielleicht vorher mühsam gesucht hat. Gestern Abend wurde dieser Geburtstag gebührend gefeiert. Wie ich gehört habe, war es ein gelungenes Fest mit einem besonderen Redebeitrag von Dr. Detlef Blanke, den ich an dieser Stelle, wo ist er denn, auch herzlich begrüßen darf. Nochmal herzlichen Dank. Und weil wir dieses, wenn Sie so wollen, diesen doppelten Termin feiern, war es auch vereinbart mit der Fahme Kulturstiftung vom traditionellen Herbsttermin abzuweichen und somit Ihnen eine doppelte Anreise zu ersparen. Deshalb freue ich mich nochmal, dass Sie alle so zahlreich heute Morgen und auch schon gestern zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Denn eine schönere Belohnung und Bestätigung hätten sich vielleicht auch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Esperanto-Bibliothek nicht wünschen können. Sie haben nicht nur den Umzug der Bibliothek 1989 vom Pfarrhaus in Liesingen in die Räume im Torhaus glänzend bewältigt, sondern sind eben in der tagtäglichen Bibliotheksarbeit mustergültig und vorbildlich unterwegs. Und deswegen, Herr Steffel, Sie als Leiter der Stadtbibliothek freuen sich, dass Sie so gute Nachbarn haben. Das motiviert dann das gesamte Bibliotheksteam in unserer Stadt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute verleihen wir einen Preis, der herausragende Verdienste um die internationale Verständigung belohnen möchte. Und Sie wissen, der Stifter des Preises, Herr Alois Meiners, war beeindruckt von den weltumspannenden, von Toleranz geprägten Aktivitäten der Esperantisten. Sehr schnell erkannte er die Vorteile dieser Sprache, denn anders als bei herkömmlichen Weltsprachen wie Englisch oder Spanisch geht es bei Esperanto um viel, viel mehr als nur um die praktische Anwendung selbst. Es geht schlicht und einfach gesagt um eine Grundanschauung und ich darf zitieren, der Traum einer einheitlichen Weltsprache, weit weg von babylonischen Ungeklärtheiten,
die den Frieden bedrohen. Der Traum einer einheitlichen Weltsprache, weit weg von babylonischen Ungeklärtheiten, die den Frieden bedrohen. Sie wissen es alle, so formulierte es Lazarus Ludwig Zamenhof, der Erfinder des Esperanto, den Sinn dieser neuen Sprache. Mit Hilfe einer neutralen Sprache, die keinem Land zugehörig sein sollte, sollen Landesgrenzen, Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede überwunden werden. Ich möchte hinzufügen, wie oft wünscht man sich in Europa, in unserem Europa und auch an vielen Krisenherden dieser Welt, man könnte Barrieren und kulturelle Konflikte aufheben oder zumindest entschärfen oder mindestens mithelfen, dass sie Stück für Stück überwunden werden. Oder dass wenigstens keine neuen entstehen. Es zeigt sich, meine Damen und Herren, wie wichtig Völkerverständigung auch oder vielleicht gerade im 21. Jahrhundert ist. Esperanto öffnet mit seinem Konzept ein riesiges weltweites Netzwerk. Man kann an diesem internationalen Austausch teilnehmen. Man findet Unterkunftsadressen in fremden Ländern. Oder schlicht und einfach, man kann neue Freundschaften aufbauen, bei denen keiner in seiner Muttersprache spricht. Also Völkerverständigung pur. Eine aufgeschlossene Solidargemeinschaft, die eine weltweite Vernetzung und Kommunikation ermöglicht hat. Schon lange, bevor so etwas mit Facebook und Twitter weltumspannend und grenzenlos mittlerweile, zumindest für manche unter uns, auch zur Routine wurde. Dabei spielten politische Aspekte nur eine untergeordnete Rolle. Esperanto ermöglichte zum Beispiel für die Bürgerinnen und Bürger in den Ländern des Ostblocks oder des ehemaligen Ostblocks Kontakte zum Westen aufzunehmen und sich so auch ungefilterte Informationsquellen zu erschließen. Auch weltgeschichtlich natürlich eine ganz besonders bedeutsame, ja nicht nur Fußnote, sondern ich glaube eine herausragende Sache. Am Anfang habe ich bereits erwähnt, dass Esperanto eine junge Sprache ist. Gerade einmal gut 130 Jahre sind ins Land gegangen, seit Zamenhof 1887 seine Idee einer leichten oder einer leicht erlernbaren Sprache vorstellte. Wenn man bedenkt, wie alt unsere Muttersprache Deutsch ist oder gar Latein, sind nach 130 Jahren fast nichts, das ist praktisch noch im Kindesalter. Immer wieder wurde versucht, die Idee des Esperanto auch im allgemeinen Schulsystem zu verankern, in dem Esperanto als Pflichtfach eingeführt werden sollte. Allerdings über ein Angebot, Sie wissen es, zur Teilnahme an freiwilligen Arbeitsgemeinschaften ist man nicht hinausgekommen. Trotzdem ist festzustellen, dass gerade in den letzten Jahren vermehrt Jugendliche, Johnny M. lässt grüßen, Zugang zu interkulturellen Plansprachen gefunden haben und hierzu trägt natürlich die intensive Nachwuchsförderung, auch mit Kursangeboten, sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an den Esperanto-Weltkongressen in den exotischen Plätzen dieser Welt bei. Auch das ist schlicht und einfach ein Beitrag, ein hervorragender Beitrag zur Völkerverständigung. Auch hier in Aalen werden schon seit Jahren Kurse zum Erlernen von Esperanto an der Volkshochschule oder als Arbeitsgemeinschaft an Schulen angeboten. Dies verdanken wir euch in vorderster Stelle unserer rührigen Aalener Esperanto-Gruppe, die viel zur Gewinnung von jugendlichem Nachwuchs unternommen hat. Es sind viele, die in Aalen für die Sache des Esperanto wirken und stellvertretend für deren Engagement und Einsatz sollen heute zwei Bürger unserer Stadt geehrt werden. Aber wenn ich so in die Runde gucke, lieber Herr Zeller, so ein Urgestein der Esperanto-Gruppe, der hat mich ja schon ganz früh da vor einem halben Jahr, noch im Wahlkampf angesprochen, hat er gesagt, Esperanto ist ganz wichtig hier in Aalen. Und ich glaube, ich habe ihm damals schon zugesagt, selbstverständlich werde ich nicht nur ein offenes Ohr haben, sondern auch ein offenes Rathaus. Deshalb, lieber Herr Zeller, Sie sind ja ganz unschuldig dran, dass wir heute dieses so durchführen können, wie wir es jetzt heute auch machen werden. Herr Udo Meyer ist bereits Anfang der 80er Jahre zur Aalener Esperanto-Gruppe gestoßen, hat bereits während seines Studiums mit Hilfe von Esperanto-Literatur geforscht und gearbeitet. Er ist seit 2004 nach dem Tode des vorigen Bibliotheksleiters Adolf Burkhardt Direktor der Deutschen Esperanto-Bibliothek. Gemeinsam mit Karl-Heinz Schäfer, da sitzt er, seiner Frau, ist es ihm gelungen, die weltweit zweitgrößte Esperanto-Bibliothek aufzubauen. Ich weiß jetzt nicht, meine Damen und Herren, was noch fehlt, um zur größten Esperanto-Bibliothek weltweit zu werden.
Also insofern gucken wir da schon nochmal genau hin, wie viel Platz wir schaffen und ob wir, diesen, ob wir da noch entsprechend gemeinsam diesen Ehrgeiz entwickeln. Aber zweitgrößte ist natürlich auch schon eine enorme Leistung. Denn neben seiner Arbeit als Apotheker begann Karl-Heinz Schäffer auf Anregung von Franz Zeller die Sprache Esperanto zu erlernen. Und seit 1980 leitet er die Esperanto-Gruppe hier in Aalen. Und seit 1983 bis heute unterrichtet er, also ununterbrochen, auch wieder ein Jubiläum, an der VHS, an der Volkshochschule Esperanto in unterschiedlichen Gruppen. Und ich habe mich ja im Vorfeld nochmal mit ihm ausgetauscht und gefragt, wie viele nehmen denn da teil? Und er sagt, manchmal sind es noch ganz wenige, aber manchmal sind es auch 15, 20 Personen. Also insofern herzlichen Dank auch für dieses Engagement an der Volkshochschule. Es freut mich sehr, dass Sie beide heute für Ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement diese verdiente Anerkennung erhalten werden. Diese Auszeichnung kommt damit ja auch indirekt wieder in der Stadt Aalen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtbibliothek zugute. Denn diese Auszeichnung ist schon auch was, wo sich dann alle damit schmücken können. Denn ohne deren Unterstützung wäre ein solches engagiertes und professionelles Arbeiten in diesem Ausmaße sicherlich nicht möglich gewesen. Doch ich will nun der Laudatio meines geschätzten Bürgermeisterkollegen Walter aus Herzberg gar nicht vorgreifen, weil es obliegt ihm natürlich noch viel mehr auf die besonderen Verdienste einzugehen. Aber es war mir ein Bedürfnis und eine besondere Freude, über diese Vergabe des Preises jetzt in dem Fall nach Aalen, in die Stadt Aalen, auch diesen besonderen Ausdruck hier zum Ausdruck zu bringen. Alle zwei Jahre ist Aalen Gastgeber für die Fahne Preisträger aus aller Welt und Sie beide dürfen sich nun in diese besondere Liste der Preisträger einreihen. Herzlichen Glückwunsch! Ich möchte so einen vorletzten oder letzten Gedanken noch Ihnen mit auf den Weg geben. Meine Damen und Herren, wir hatten in dieser Woche die baden-württembergische Integrationsministerin Günay bei uns zu Gast. Sie hat sich ins Goldene Buch eingetragen, war mit auf einem Podium zu einer Podiumsdiskussion mit mir in dieser Stadt unterwegs, wo es rund um das Thema Integration und auch Zuwanderung ging. Und ich möchte an dieser Stelle schlicht und einfach auch nochmal herausstellen, dass die Stadt Aalen mit einem sehr vielfältigen Engagement im Bereich der Integration und Zuwanderung eben auch einen Beitrag zur Verständigung über Kulturen, über Nationen hinweg in dieser Stadt leistet. Und ich möchte auch sagen, da bin ich stolz darauf, weil ich ja weiß, dass wir über 25 Jahre Integrationsarbeit hier vorbildlich machen, dass wir aber auch ständig bestrebt sind, noch besser zu werden und unsere Willkommenskultur in dieser Stadt noch weiter ausbauen wollen. Aalen ist schlicht und einfach, und das habe ich meinen Vorvorgängern und Vorgängern zu verdanken, schlicht und einfach eine weltoffene Stadt. Menschen aus über 120 Nationen leben hier, arbeiten hier, feiern hier gemeinsam und dieses, möchte ich fast sagen, trotz weltweiter Krisen und kriegerischer Auseinandersetzungen, aber diese haben eben auch dazu geführt, dass immer wieder Flüchtlinge und Asylbewerber um Aufnahme in Deutschland, in Europa und damit auch in unserer Stadt Aalen bitten. Und wir sagen da nicht Nein, sondern wir sagen Ja zu unserer Verpflichtung, auch diesen Menschen, die zum Teil ja eine Odyssee hinter sich haben, die kriegstraumatisiert sind, dass wir diesen Menschen auch hier in unserer Stadt zumindest einen Zeitraum, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, schlicht und einfach ein bisschen Heimat bieten. Derzeit leben rund 250 Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern rund um den Globus in unserer Stadt. Und insofern, um wieder den Bogen zu spannen, auch zur Esperanto-Bewegung, schon seit langem hat sich die Esperanto-Bewegung auch humanitären Zielen verschrieben und setzt hierbei auf die Mittel, ich habe es am Anfang schon erwähnen dürfen, die Mittel der internationalen Verständigung. Denn sie vertreten die Meinung, dass mit einer einheitlichen und neutralen Sprache kulturelle und sprachliche Minderheiten nicht länger ausgegrenzt und unterdrückt und politische und wirtschaftliche Machtinteressen deshalb eben nicht in den Vordergrund treten müssen, sondern durch eine Verständigung, durch ein Zusammenwirken aller Menschen auf diesem Planeten, dann entsteht sowas wie Frieden, dann entsteht sowas wie Verständigung. Und deshalb ist es ein ganz wichtiger Faktor für ein friedliches Miteinander der Völker und der Volksgruppen, dass wir uns verstehen.
wie könnte das besser gelingen als über eine gemeinsame Sprache. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Stadt Aalen ist deshalb gerne Botschafterin für diese völkerverbindende Idee der Esperanto-Bewegung. Gemeinsam mit der Stiftung unterstützen wir Bemühungen für eine bessere Verständigung auf internationaler Ebene mit Hilfe der Sprache Esperanto. Und deshalb gilt mein Dank an dieser Stelle all denen, die hierzu einen Beitrag leisten. Und wahrscheinlich könnte ich jetzt jedem in diesem Raum persönlich die Hand schütteln, weil jeder diesen Dank für diese besondere Verständigungsleistung verdient hat. In erster Linie gilt es aber heute Dank zu sagen den beiden Preisträgern und allen, die aber sich dann davon anstecken lassen, die Idee des Esperantos noch etwas stärker in diese Welt hinauszutragen und damit selbst Botschafter werden für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben. Ich danke Ihnen allen für Ihr heutiges Kommen, freue mich nun auf die Laudatio von Bürgermeister Walter. Herzlichen Dank.